Kärnten, Mann mit Gewehr erschossen. Außerdem in der Sendung, Libia flieht nackt aus Anhaltezentrum. Der Linzer Bürgermeister tritt zurück. Die ÖVP will die Sozialhilfe neu aufstellen. Und Richard Lugner, Norbert Hofer hält Trauerrede. Das und vieles mehr sind wieder meine Themen heute an diesem Freitagabend. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Ja, seit 11 Jahren ist Klaus Luger Bürgermeister von Linz. Seine Abschiedsrede dauerte nur wenige Minuten und der SPÖ-Politiker, der über eine Chat-Affäre in der Brucknerhaus-Causa stolperte, geht mit 2. September. Ich möchte damit beginnen, dass ich noch einmal rekapitulieren und auch eindeutig festhalten möchte, dass ich meinen Fehler, den ich begangen habe im Jahr 2017, indem ich Unterlagen versandt habe, was nicht korrekt war, dass ich diesen Fehler zutiefst bereue, dass ich mich ganz besonders auch bei jenen Menschen, die mir vertraut haben, dass ich mich bei diesen Menschen ganz besonders entschuldige, weil ich deren Vertrauen nicht erfüllen konnte und weil ich auch Menschen persönlich enttäuscht habe. Ich ärgere mich selbst über diesen Vorfall, weil ich einen Anspruch, den ich grundsätzlich an mich selbst habe und das weiß mein engstes persönliches und berufliches Umfeld, einen Anspruch, den ich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, in diesem einen Fall nicht erfüllt habe. Das ist ein Fehler, und ich sage das noch einmal, für den ich mich entschuldige. Es ist jedoch so, dass Geschehenes nicht einfach ungeschehen gemacht werden kann. Es geht eben daraus, die konkreten Schlüsse zu ziehen und auch Entscheidungen zu treffen. Ich war am Mittwoch dieser Woche bei der Klausur der Sozialdemokratischen Partei Linz sehr dankbar und auch sehr berührt, dass ich, nachdem ich eine Erklärung abgegeben habe, was ich falsch gemacht habe, mich entschuldigt habe, dass ich daraufhin eine 100-prozentige Zustimmung in der Vertrauensfrage erhalten habe. Das ist in einer solchen Situation, auch in zugespitzten öffentlichen, politischen, medialen Diskussionen, nicht selbstverständlich. Alle weiteren Infos dazu gibt es auch auf krone.at. Und ein 36-Jähriger wurde Donnerstagabend in Knappenberg von einem Bekannten mit einem Gewehr erschossen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wird vernommen. In der Nacht auf Freitag soll es im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Mord gekommen sein. Ein 36-Jähriger wurde dabei mit einem Gewehr erschossen. Die Tat soll sich am Donnerstag gegen 23 Uhr in Knappenberg ereignet haben. Ein 43-jähriger Österreicher erschoss mit seinem Gewehr einen 36-jährigen Bekannten. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Ein Motiv oder nähere Umstände zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen vom Landeskriminalamt laufen. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist, dass es heute in den Nachtstunden gegen 23 Uhr zu einem Tötungsdelikt im Bezirk St. Veit an der Glan gekommen ist. Ein 43-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht, einen 36-jährigen österreichischen Staatsbürger mit einer Waffe erschossen zu haben. Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde eine Obduktion angeordnet, die heute in den Vormittagsstunden durchgeführt wird. Die Einvernahmen des Beschuldigten werden vom Landeskriminalamt Kärnten in den Nachmittagsstunden durchgeführt. Zum Motiv bzw. zum Warum diese Handlung durchgeführt wurde, gibt es derzeit noch keine Angaben. Und die ÖVP hat ihr Modell für eine neue Sozialhilfe vorgestellt. Sie setzt dabei auf Fairness und Leistung, Sozialmissbrauch und Zuwanderung ins Sozialsystem soll verhindert werden.
Es war die Geschichte einer neunköpfigen Familie aus Syrien, die in Wien 4.600 Euro Sozialhilfe pro Monat erhält, die den ganzen Sommer über für politische Debatten sorgte. Wie die Krone aufdeckte, würde die Familie mit dem SPÖ-Sozialhilfemodell sogar monatlich noch 2.200 Euro mehr verdienen. Am Donnerstag stellte nun Bundeskanzler Karl Nehammer sein Modell der Sozialhilfe neu vor. Die Kanzlerpartei setzt dabei inhaltlich auf Fairness und Leistung. Konkret soll es erst nach 5 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts volle Sozialleistungen geben und ein Fokus auf Sachleistungen gelegt werden. Was Österreich braucht, ist eine Migration in den Arbeitsmarkt, aber nicht ins Sozialsystem. Das System wird fairer gegenüber denen, die einzahlen und den solidarischen Ausgleich möglich machen. Und es ist dringend geboten, Anreize zu setzen, damit die, die in der Sozialhilfe sind, auch ständig animiert werden, den Weg in die Arbeit zu finden. Bei der von der ÖVP forcierten Wartefrist sollen Zuwanderer in den ersten 5 Jahren nur Anspruch auf die Hälfte der Sozialleistungen haben. Die Frist soll bei Asylberechtigten erst mit Zuerkennung des Schutzstatus zu laufen beginnen. Durch eine finanzielle Basisstufe samt Sachleistungen soll ihnen aber eine menschenwürdige Lebensführung ermöglicht werden. Mit Blick auf den medial breit diskutierten Fall einer syrischen Familie wird auch ein degressiver Leistungsbezug für Minderjährige gefordert. In kinderreichen Familien soll es demnach fortan also weniger finanzielle Unterstützung pro Kind geben. Mit unserem Modell würde diese Familie nur rund 1.780 Euro bekommen, heißt es aus der Partei. Gegen die aktuelle Umsetzung der Sozialhilfe in Wien wendet sich die ÖVP auch bei den Unterstützungsleistungen für subsidiär Schutzberechtigte. Dass diese in Wien entgegen dem Sozialhilfegrundsatzgesetz mehr als die Grundversorgung bekommen, sei verfassungswidrig. Sollte Wien sich weiter über das Gesetz hinwegsetzen, werde die Bundesregierung den Verfassungsgerichtshof, den VfGH, anrufen. In der Nacht auf Freitag gelang einem 32-jährigen Libyer in Vordenberg in Leoben die Flucht aus dem Anhaltezentrum. Der Mann könnte mit einem gestohlenen PKW unterwegs sein. Die Polizei bittet um Hinweise. In der Nacht auf Freitag ist einem Schubhäftling aus Libyen die Flucht aus dem Anhaltezentrum im oberösterreichischen Vordenberg gelungen. Erst vor 3 Wochen waren dort 4 Männer geflüchtet, einer von ihnen erfolgreich. Die Fahndung läuft. Mitten in der Nacht gegen 1 Uhr am Freitag setzte der Libyer zur Flucht an und ist seither abgängig. Der 32-Jährige war erst seit 20. August im Schubhaft, weil er sich unrechtmäßig in Österreich aufhielt. Er wartete dort, so schrieb es die Polizei im Wortlaut, auf seine aufenthaltsbeendigende Maßnahme, sollte also außer Landes gebracht werden. Der Libyer flüchtete unter äußersten Anstrengungen und auf abenteuerliche Art und Weise. Er nahm auch keine Rücksicht auf seine körperliche Unversehrtheit. Genauer könne man die Flucht nicht beschreiben, da man Nachahmungen vermeiden will, sagt Polizeisprecher Heimo Kohlbacher. Nur so viel. Es gab Sprünge aus großer Höhe. Nach dem Ausbruch dürfte der Nordafrikaner in Vordenberg zuerst ein Fahrrad, dann einen PKW gestohlen haben. Dieser PKW, einen grauen Mitsubishi Pickup mit LN-Kennzeichen, könnte der Mann nach wie vor auch benutzen, heißt es. Die Fahndung läuft jetzt. Der Mann ist 1,90 Meter groß, hat eine Glatze und flüchtete ohne Kleidung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise unter der Nummer 133. Gefahr bestehe aktuell keine. Erst Anfang August waren 4 Insassen aus dem Schubhaftzentrum geflohen. Einer von ihnen ist nach wie vor flüchtig. Evaluierungen, wie man das in Zukunft vermeiden könnte, laufen, sagt Sprecher Kohlbacher. Ja, und die Untersuchungshaft gegen die Verdächtigen rund um die mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion wurde heute verlängert. Gegen Beran A. und seine jüngeren Komplizen wird wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation ermittelt. Der 19-Jährige mit nordmazedonischen Wurzeln soll sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen und am 7. Juli einen Treueschwur auf den neuen IS-Führer abgelegt haben. Er plante angeblich, am 8. oder 9. August mit einem PKW und Blaulicht nahe ans Happelstadion zu gelangen, um dort Taylor Swift-Fans zu töten. Am 7. August wurde er festgenommen.
Sein Anwalt betont, er sei nicht geständig. Es dürfte mentale Probleme geben. Er hat womöglich deswegen die Schule abgebrochen. Beim Bundesheer war er untauglich. So Verteidiger Werner Tomanek. Ein weiterer Verdächtiger, ein 17-Jähriger mit türkisch-kroatischen Wurzeln, wurde noch am selben Tag festgenommen. Er arbeitete im Happel-Stadion, bestreitet jedoch jegliche Verbindung zu den Anschlagsplänen. Ebenfalls verlängert wurde die U-Haft eines 18-Jährigen, der im Dunstkreis des 19-Jährigen stehen soll. Die beiden waren miteinander persönlich bekannt, kannten einander allerdings nur flüchtig. Über Beran A., in dessen Umfeld nach seiner Festnahme akribisch ermittelt wurde, war man auf den Iraker gekommen. Es dürfte sich bei dem 18-Jährigen ebenfalls um einen IS-Sympathisanten handeln. Er soll IS-Propagandamaterial besessen und in sozialen Medien geteilt haben und außerdem ebenfalls einen Treueschwur auf den IS abgelegt haben. Allerdings gibt es keine Hinweise, dass der 18-Jährige in die Anschlagspläne des 19-Jährigen eingebunden war oder davon überhaupt wusste. Die Chefin der Alterssicherungskommission, Christine Meyerhuber, möchte, dass man noch länger arbeitet. Das stößt auf Unverständnis bei FPÖ, SPÖ, dem SPÖ-nahen Pensionistenverband, Gewerkschaftsbund und auch der Arbeiterkammer. Die Grünen sehen da einen Spielraum beim effektiven Antrittsalter. Neos und Junge Industrie sprechen sich hingegen für eine Pensionsreform aus. AMS-Chef Johannes Kopf unterstützt die von der Vorsitzenden der Alterssicherungskommission, Christine Meyerhuber, ins Spiel gebrachte Anhebung des Pensionsantrittsalters. Es sei sinnvoll, was Frau Meyerhuber fordert, weil es sich nicht ausgeht. Es wird sich viel ändern bei dem Thema. Wir werden wohl länger gesund arbeiten müssen, sagte Kopf bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Meyerhuber hatte zuletzt erklärt, es seien unglaubliche Anstrengungen nötig, um die Pensionen im finanzierbaren Rahmen zu halten. Geht es nach der Expertin, soll das Antrittsalter schrittweise um 2 Jahre von 65 auf 67 Jahre angehoben werden. Nur so ließen sich die Kosten eindämmen, die vor allem durch die hohe Inflation unvorhergesehen gestiegen seien. Der Anstieg sollte langsam stattfinden, um vermehrte Arbeitslosigkeit oder Krankenstände zu vermeiden. AMS-Chef Kopf und der Chef der österreichischen Gesundheitskasse Bernhard Wurzer verwiesen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz auf die Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung und den Arbeitsmarkt. Durch die Alterung der Gesellschaft und den deutlichen Rückgang der arbeitenden Bevölkerung im Vergleich zu den über 65-Jährigen bis zum Jahr 2050. Österreich habe ein gutes System, man müsse aber einiges tun, um es aufgrund dieser Herausforderungen demografiefit zu machen. Die Finanzierung von Leistungen im Bereich des Arbeitsmarktes und der Gesundheitsversorgung hänge unmittelbar davon ab, ob ausreichend Erwerbstätige das System erhalten. Ballermann-Sängerin Melanie Müller soll wegen Zeigens des Hitlergrußes mehrere 10.000 Euro Geldstrafe zahlen. Besonders mit den Zicke-Zacke-Rufen habe sie die Menge bei ihrem Konzertauftritt noch zusätzlich angeheizt. Auch die Drogenvorwürfe konnte Müllers Verteidigung nicht schlüssig entkräften. Das Amtsgericht Leipzig sprach die 36-Jährige am Freitag des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen schuldig und verurteilte sie zu insgesamt 80.000 Euro Geldstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Müller trat im September 2022 in Leipzig als Sängerin vor einer Rockergruppierung auf, die nach den Worten von Richter Lukas Findeisen dem rechten Milieu zuzuordnen ist. Auf der Bühne soll sie mehrfach den rechten Arm gehoben haben. Aus dem Publikum seien mehrfach Nazi-Parolen gerufen worden. Müller habe zudem wiederholt Zicke-Zacke gerufen, was vom Publikum mit Heil, Heil, Heil-Rufen beantwortet worden sei. Die Ermittlungen waren durch ein Video angestoßen worden, in dem Müller zu sehen war, wie sie während des Auftritts mehrfach den rechten Arm in die Höhe schnellen ließ, was an den Hitlergruß erinnerte. Müller, die bürgerlich Melanie Blümer heißt, bestritt die Vorwürfe. Gegenüber Medien sagte
sagte sie, dass diese Geste seit Jahren Teil ihres Bühnenauftritts sei. Auch habe die Handbewegung keinen rechtsradikalen Hintergrund. In einem Statement teilte sie damals mit rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut zu haben. Dabei Müller außerdem 0,69 Gramm Kokain und eine Ecstasy-Tablette gefunden wurde, wurde sie außerdem wegen Besitzes von Betäubungsmitteln schuldig gesprochen. Mit dem Urteil ging das Gericht deutlich über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die lediglich eine Geldstrafe von 5.700 Euro gefordert hatte. Die Verteidigung plädierte auf einen Freispruch und argumentierte, die angeheizte Geste für das Publikum sei eine neutrale Bewegung beim Singen auf der Bühne gewesen, die nicht verboten sei. Ja, die Nachricht vom Tod Richard Lugners hat nicht nur in Österreich, sondern auch international für Bestürzung gesorgt. Und eine dieser Personen ist Priscilla Presley, die letzte Opernball-Stargästin, die sich in das Online-Kondolenzbuch eingetragen hat. Die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten beginnen am 31. August bereits um 8 Uhr mit der Aufbahrung des Sarges von Richard Lugner im Stephansdom. Der Beginn der Feier unter der Leitung von Dompfarrer Toni Faber ist um 9 Uhr vorgesehen. Wer vom offiziellen Österreich teilnehmen wird, wollte die Familie noch nicht bekannt geben. Es werden aber Politiker und Politikerinnen von allen Parteien erwartet. Beim Auszug aus dem Stephansdom gegen 10 Uhr werden dann die Deutschmeister, die den Baumeister jahrelang musikalisch begleitet haben, ein letztes Mal für ihren inoffiziellen Lieblingsdirigenten aufspielen. Nach der Feier werden die Trauernden mit dem Sarg von Lugner in einem Zug von mehreren Autos noch einmal die zwei größten Bühnen des Baumeisters aufsuchen. Zuerst gehe es bis etwa 10.30 Uhr über den Ring zur Wiener Staatsoper, in der Lugner alljährlich seinen großen Auftritt samt Stargästen beim Opernball hatte. Er hat den Ball geprägt wie niemand anderes, hieß es seitens der Familie. Danach geht es bis etwa 11.45 Uhr weiter zur Lugner City, die der Verstorbene entgegen aller anfänglicher Unkenrufe zu einem der erfolgreichsten Einkaufszentren des Landes aufgebaut hat. Bis zuletzt gab es kaum einen Tag, in der Lugner nicht in seinem Büro im dritten Stock zugegen war. In der Lugner City endet dann der öffentliche Teil der Trauerfeier. Die Öffentlichkeit hat aber weiterhin die Möglichkeit, sich in das Kondolenzbuch in dem Einkaufszentrum einzutragen. Die Bestattung Himmelblau hat zusätzlich im Auftrag der Familie ein Online-Kondolenzbuch aufgesetzt. Hier kann man sich mit persönlichen Worten von Richard Lugner verabschieden und Anteilnahme bekunden. Dies hat inzwischen auch der letzte Opernballgast von Richard Lugner, die US-Schauspielerin Priscilla Presley, getan. Die Zeit, die ich mit Richard verbracht habe, war wirklich eine Freude. Und Teil des Opernballs zu sein, war eine Erfahrung wie keine andere, heißt es darin unter anderem. Lugner sei ein wunderbarer Gastgeber gewesen und schnell ein lieber Freund geworden, weshalb sein Tod ein großer Verlust sei. Das war eine sehr schöne Geste, bedankte sich die Familie für die rührenden Worte von Priscilla Presley. Die eigentliche Beisetzung findet anschließend im engsten Familien- und Freundeskreis nach einer Trauerfeier in der Kirche Karsgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling statt. Hier bittet die Familie sowohl Öffentlichkeit als auch Medienvertreter inständig darum, ihre Privatsphäre zu achten. Die rund 200 geladenen Gäste hat Lugner vor seinem Tod noch selbst ausgesucht. Lugner verstarb am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren. Zuvor hatte er mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und musste sich zuletzt einer schweren Herzoperation unterziehen. Und US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell angenommen. Sie kämpfe für einen neuen Weg nach vorne und wolle die Präsidentin aller Amerikaner werden. Die amtierende US-Vizepräsidentin Kamala Harris wurde mit minutenlangem Applaus in der Parteitagshalle empfangen. Ihre Rede wurde immer wieder von Jubel und Sprechchören unterbrochen. Harris redete ihrer Partei ins Gewissen, dass enorm viel auf dem Spiel stehe, und sie rief das Land auf, zusammenzukommen. Harris bezeichnete die US-Präsidentschaftswahl im November als eine der wichtigsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Wahl sei nicht nur die wichtigste unseres Lebens,
Lebens, sondern auch eine der wichtigsten im Leben unserer Nation, so die Vizepräsidentin. Die Konsequenzen, falls der Republikaner Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, seien extrem ernsthaft. Ihre Landsleute hätten die Chance, einen neuen Weg nach vorne zu beschreiten, nicht als Mitglieder einer bestimmten Partei oder Fraktion, sondern als Amerikaner, so Harris. Sie wolle eine Präsidentin sein, die führt und zuhört, die realistisch ist, praktisch und gesunden Menschenverstand hat. Sie werde immer für das amerikanische Volk kämpfen. Harris sagte, sie sei in ihrem Leben oft unterschätzt worden, doch habe sie nie aufgegeben, weil es sich immer lohnt, für die Zukunft zu kämpfen. Harris bekannte sich klar zur NATO und versprach, der von Russland angegriffenen Ukraine weiter beizustehen. Ich werde fest an der Seite der Ukraine und unserer NATO-Verbündeten stehen, sagte sie. Trump hingegen habe damit gedroht, die NATO im Stich zu lassen, sagte Harris. Auch habe er den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu ermutigt, in Europa einzumarschieren. Sie betonte, dass sie immer für Israels Recht auf Selbstverteidigung eintreten werde. US-Präsident Joe Biden und sie selbst arbeiten Tag und Nacht daran, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. In Gaza, President Biden and I are working around the clock. Ihrem Mann machte sie eine Liebeserklärung. Ich liebe dich so sehr, Dagi. Alles Gute zum Hochzeitstag. Der viertägige Parteitag endete mit einer großen Show. US-Superstar Pink trat gemeinsam mit ihrer Tochter Willow auf. Die beiden performten den Hit What About Us in einer Akustikversion. Die weibliche Countryband The Chicks sang die Nationalhymne. Die Schauspielerinnen Eva Longoria und Kerry Washington warben für Harris. Das steht in starkem Kontrast zum Parteitag der Republikaner im Juli in Milwaukee, wo Trump beim großen Finale vor allem von Männern gehuldigt worden war. Seine Laudatoren am letzten Abend dort waren Ex-Wrestler Hulk Hogan und der Chef der Kampfsportorganisation UFC, Dana White. Der Rockmusiker Kid Rock war der musikalische Star für Trump, der die Menge mit "Kämpft, kämpft" rufen anheizte. Sie sind eins der begehrtesten Lebensmittel aus der Kühltruhe. Doch jetzt droht die große Fischstäbchenkrise. Anscheinend wegen Russland. Aufgepasst! Die beliebten Fischstäbchen könnten bald ein echter Preisschocker werden. Grund dafür sind mögliche neue Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Denn ein Großteil des Alaska-Seelachses, den wir in Europa verzehren, kommt aus russischen Gewässern. Laut Branchenverbänden stammen derzeit sogar bis zu 85% des verzehrten Alaska-Seelachses aus Russland. Doch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen diese Lieferungen auf der Kippe. Für viele Familien wären solche Preissteigerungen ein harter Schlag. Bereits in den letzten Jahren sind die Preise für Fischstäbchen deutlich angestiegen. Seit 2020 um ganze 42%. Ein Importstopp für russischen Seelachs könnte die Preise weiter explodieren lassen. Hersteller wie Iglo und Frosta bereiten sich bereits auf mögliche Lieferengpässe vor und setzen verstärkt auf Seelachs aus den USA. Doch dieser ist deutlich teurer und könnte die Preise für Fischprodukte weiter in die Höhe treiben. Auch alternative Fischarten wie Pangasius oder Tilapia kommen ins Spiel, doch diese treffen oft nicht den Geschmack der Verbraucher. Und selbst wenn andere Fischarten in Betracht gezogen werden, bleibt die Frage, ob sie den traditionellen Fischstäbchen gerecht werden können. Ja, und wir kommen jetzt noch zum Wetter. Es bleibt doch heute Abend noch sehr trocken und auch die nächsten Tage, da wird es auf alle Fälle sehr, sehr schön und vor allem auch heiß werden. Die Temperaturen, die steigen bis auf 35 Grad. Dazu ist es dann auch meist sonnig. Zum Beispiel am Samstag in der Früh kann es dann doch ein bisschen neblig sein, aber die verschwinden und im Laufe des Nachmittags gibt es dann auch vereinzelt Regenschauer und Gewitter sind möglich. Am Sonntag zum Beispiel auch zunächst scheint da großteils die Sonne bis Nachmittag. Tag hinein. Recht sonnig bleibt es dann noch in Osttirol, Kärnten, Steiermark und im Burgenland. Und danach kann es dann auch streckenweise dann doch auch wieder etwas regnen und Gewitter sind dann auch wieder mit dabei, meistens im Osten und Süden. Ansonsten von den Temperaturen, außer am Montag, da kühlt es dann ab auf 24 Grad, aber ansonsten bleibt der Sommer auch in dieser Woche.
Ja, und ab 21.35 Uhr gibt es das Sommergespräch mit Werner Kogler. Mein Kollege Gerhard Koller und ich führen auch diese Diskussion. Also seien Sie mit dabei. Schönen Abend.